Hier ist Verena von Stepping Kreativ. Ich habe euch heute eine Verpackung mitgebracht. So sieht die aus. Die werden wir heute zusammen basteln. Und das ist das Set dazu. Setzt die Siegel. Es hat ganz viele Schranzformen dabei. Ihr kriegt das Set noch für 10%, da es noch im aktuellen Jahreskatalog dabei ist. Müsst aber schnell sein, da ja diese Auslaufliste schon vorhanden ist. Und genau, wenn der neue Katalog aktuell ist, das heißt Anfang Juni, gibt es das Set nicht mehr zusammen, minus die 10%. Genau, aber es wird übernommen. So viel hierzu. Das ist meine Box. Eine ganz normale Box. Ich habe mich ein bisschen orientiert an den Vatertag. Es ist zwar noch ein bisschen hin, aber man kann ja nie früh genug damit anfangen. So. Genau, eine Uhr hat Platz, die Box hat 6x6 cm. Ich habe letztens erst eine Uhr hergeschenkt, also von dem her habe ich mich so ein bisschen daran orientiert. Das ist eine Banderole, die kann man hier einfach abziehen. Dann ist es hier noch nur noch so, so eine Box. Dann kann man die hier öffnen und eine Uhr reinlegen. Ah, da fällt mir auf, ich habe hier vergessen, das Band noch abzuschneiden. Genau, also das kürzen wir dann später noch. Genau, und die möchte ich heute mit euch basteln. Das Designerpapier heißt Mehr der Möglichkeiten. Und ihr müsst dabei aufpassen, das Designerpapier, was ich hergenommen habe, das ist das mit den Segelschiffen drauf. Das ist nicht Babyblau, das ist Rauchblau. Da haben sie sich hinten verschrieben. Da steht nämlich bei den Farben Babyblau, Schwarz, Waldmoos, Marineblau, Wildleder und Weiß. Das ist aber nicht Babyblau, sondern Rauchblau. Da haben sie sich verhaut. Genau, nur dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr euch das Papier noch kaufen wollt. Also bitte mit rauchblauen Farbkarton. Genau. So, dann fangen wir auch gleich an. Was braucht ihr dazu? Ihr braucht einen normalen Farbkarton in rauchblau. Dann 5 cm Designerpapier. Dann ein Stück marineblau. Habe ich hier genommen, hier für die Vierecke, Rechtecke. Und zwar, da meine Box 6x6 ist, haben die Rechtecke 5,6x5,6. Dann benötigt ihr noch ein kleines Stück Savanne, Waldmoos, Olive und so ein Ministück in Weiß, Flüsterweiß. Dann benötigt ihr noch eine Lochzange, dann ein Stempelkissen marineblau und die Accessoires, die gibt es auch noch. Ahoi heißen die, genau. Die habe ich dann hier verwendet zum Dekorieren. Genau, dann natürlich das Stempelset. Setzt die Segel mit den passenden Stanzformen dazu. Genau. Und die Kordel, die ihr hier sehen könnt, die ist auch in der Produktreihe dabei. Das ist Savanne und Marineblau. Genau. So, und dann können wir auch schon starten. So. Ihr braucht einen ganzen Farbkarton zu dieser Box. Und zwar 21, hier oben die kurze Seite, die bleibt. Die lange Seite schneidet ihr auf 25,5 zurecht. Dann können wir auch gleich falzen. Und zwar hier rechts falzen wir bei 1,5.
Dann schieben wir es um. Oder nee, schieben wir es durch. Und auf der linken Seite falzt ihr bei 6. Bei 12. Und bei 18. Dann dreht euch auf die kurze Seite oben, anlegen und dann wieder rechts bei 1,5 schiebt euch das durch. Oder wir können auch gleich die andere Seite auch bei 1,5 und dann hier links bei 7,5. Da wir ein Rechteck haben, müssen wir links und rechts die 6 cm noch dazu rechnen. Und nochmal bei 7,5. So, dann habe ich hier lauter Rauten, 12 Stück und außenrum so ein Rand, außer bei einer Seite nicht mehr. Dann falzt für uns das nach und dann geht es zum Schneiden. Dann habe ich hier oben meine kurze Seite, schmaler Rand. Da bleibt nur die Mitte stehen, die zwei kleinen Rechtecke, kleinen Quadrate bleiben, plus die folgenden Rechtecke schneiden wir weg. Und ich schneide es an der Außenlinie von der Falz, schneide ich es ab. Und dann hier mittig schneide ich die Falz auch weg. Dann schaut es so aus. Dann kommen die unteren beiden Rechtecke mit den beiden folgenden Rechtecke, Quadrate. Ach je. Quadraten links und rechts und die Rechtecke kommen alles weg. Dann habe ich hier unten noch ein Quadrat. Dann die beiden Rechtecke an der Seite, die folgenden, kommen auch weg. So. So. Und jetzt? Wird hier eingeschnitten oder ihr könnt auch die ganze Falz hier wegschneiden und auf der gegenüberliegenden Seite wird auch die Falz weggeschnitten. Das ist hier oben, ist es quasi meine Klappe. Dann habe ich hier die 4 Einschnitte. So, dann brauchen wir unsere Schneidemaschine nochmal und zwar legen wir hier unsere Falz ungefähr bei 3,8 cm an. Und den Rest schneiden wir hier oben weg. Dann schaut es hier nur noch so aus. Hier oben ist mein Deckel, meine Kante und hier die beiden Flügel. Und hier unten machen wir das genauso. Unten reichen uns 2,5. Die übrig bleiben. Ich lege hier auch wieder bei 2,5 an und schneide mir den auf 2,5 zurecht. Wenn es nicht ganz durch. So, dann schaut das hier so aus. Nehme ich mal eine kleine Schere. Hier oben den Deckel, den könnt ihr minimal anschrägen. Hier auf der Seite auch. Und das kleine Rechteck hier
nicht das in der Mitte, sondern das kleine hier, wo wir es die 3,8 cm abgeschnitten haben, das kann auch noch weg mit der Falz. So, genau. Und dann sieht unsere Box so aus. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Dann können wir eigentlich unsere Rechtecke eigentlich gleich zurechtschneiden und aufkleben. Habe ich euch schon gesagt. 5,6 stimmt schon, sind die breit. Mal 5,6. Zwei Stück. Wenn ihr jetzt diese Box nehmt, das sind die zwei Seitenklappen, die kommen so rein. So, dann wisst ihr genau, aha, hier und hier, das sind meine Felder. Das sind meine Rechtecke. Und die kleben wir uns jetzt fest. So, dann habe ich hier schon ein Loch gestanzt und zwar, ein Bleistift wäre gut. Hier habe ich jetzt mein Loch. Das sind 6 cm in der Breite. Ich brauche die Mitte, das ist hier 3. Und dann ungefähr 1 cm weiter unten, das ist hier die 1. Dann kann ich mir das Loch nämlich auch schon stanzen. Ich habe nämlich so einen blöden Stanzer und der geht da ganz schwer rein. Da ist von der Stanze bis hin zum Griff keine große Fläche und dadurch tue ich mir meistens auch schwer. Deswegen mache ich es lieber schon jetzt, bevor die Box fertig ist. So, dann können wir es eigentlich schon kleben. Diese kleinen sind der Boden. Die können wir als erstes festkleben und dabei achten, dass ich den Bodenring gerade aufklebe. Ihr könnt auch ganz gut dazu das Klebeband einfach benutzen oder das Fast Fuse. Wisst schon die Spule. So, dann lege ich mir das hier rein und dann, das habe ich gesagt, mit gerade. Hier, dass das eine schöne Linie wird. Schön fest. So, dann die zwei kurzen hier. Die zwei langen mal raus, die zwei kurzen nach rein. Das sind von der Vorderklappe. Gebe ich auch Kleber drauf. Kann die Klappe ein bisschen hier reindrücken und kann die Klappe schließen. Dann muss ich auch schauen, dass das hier am Rand wieder gerade wird. Dass nichts übersteht. Und schön glatt streifen. Das kann jetzt in Ruhe trocknen. Dann habe ich hier meine beiden Laschen und kann hier vorne die Lasche schön reinstecken. Und dann ist die Box auch schon fertig. Die kann kleben. So, dann komme ich zu meinem Designerpapier.
So, ich schneide mir hier einen Bogen ab von 5 cm in der Breite. Beachtet bitte euer Motiv. So. Dann hier rechts bei 2 Falzen klicke ich mir ein und das wird meine Klebelasche. So, die 2 cm, da oben ist mein Deckel, genau, die 2 cm können wir da unten am Boden hier. Und dann wickle ich mit die hier quasi hier so rum. Und unten kommt es dann fest. Nur, dass ihr euch das so vorstellt, wie das jetzt aufgebaut ist. So, also ich habe hier die 2 cm. Dann bei 8,1 Falzen, nicht schneiden. Dann kommen 14,2. Dann 20,3. Und bei 25,5 wird abgeschnitten. So, jetzt falzt ihr mir das. Beim Designer, da belangt es, wenn ihr so blöd rüberfahrt. Bei dünnem auch einfach mit dem Finger, weil mit dem Falzbein nicht, dass euch die Kante reißt. So. Und wenn ich mir das jetzt so schön umwickle, dann kann ich es mir dort zupappen. So, jetzt schaue ich schon, dass links und rechts ungefähr derselbe Abstand ist. Da kommt der Kleber drauf. Ist mir jetzt kurz geworden. Ach, ja. Also Kleber bitte nur am Ende auftragen und nicht so, wie es ich gerade gemacht habe. Aber gut. Habe ich mir jetzt verdorben. Gut für euch. So, das mache ich dann weg. So, dann gehen wir zu unseren Dekoration. Also, wir stempeln uns den Spruch Glückwunsch auf unseren flüsterweißen Farbkarton. Wird ausgestanzt. Dann stanzen wir uns 2-mal das Schilf aus und 1-mal das Steuerrad. So, wenn ihr das ausgestanzt habt, dann muss ich das noch ein bisschen zusammenpappen. Das zeige ich euch gleich. Und zwar schneiden wir uns bei dem großen den linken hier ab. Also bei dem dunklen. Und bei dem anderen schneiden wir uns den großen ab. So, und dann können wir das nämlich gut aufeinander pappen. So. Genau. Dann brauchen wir noch einen Anker. Die machen wir dann mit einem Glue-Dot fest und da braucht man nur 2 bzw. so einen Rand Dimensionals. Und dann brauchen wir nur die Glue-Dots. Und das ist unten. So. Dann ist das vorne. Also unten ist bei mir jetzt hier, wo es angeklebt wurde. So, da kleben wir uns jetzt das hier auf. Ziemlich weit unten.
So. Dann unser Steuerrad. Es langt da, wenn sie an Kleber hier unten nur auf, dass es nur unten festbappt. Dann unseren Glückwunsch, der kommt dann hier so quer rüber. So. Und dann unseren Haken. Den der mal dann. Oder Anker, ist ja kein Haken, ist ja Anker. So, Obi. Und dann schieben wir uns da runter. So. Jetzt einmal drehen. Das ist jetzt oben. Und oben. Wenn wir uns auch die Mitte hier, die Mitte bei 2,5 festhalten. Und dann so nochmal die Mitte. Bei 3. So. Und dann kommt da ein bisschen aggressiver rein. Ein Loch, ein bisschen aggressives Loch. Dann brauchen wir unsere Box und dann ein Garn. Die ist heute ungefähr 30 cm, ein bisschen mehr. Nur 36. So. Erst mit der Box. Und zwar fädel ich von außen nach innen und mache mir hier mal einen Knoten. Ganz am Ende. Also das Loch darf nicht größer sein wie mein Knoten. Dann schließe ich es mal. Ungefähr. So, hier hinein. So. Ja, ein bisschen weniger. Ich denke, so langt. Ich messe euch das mal aus, wie viel es war. Das sind ca. 6 cm. Jetzt wird es ein bisschen knuffiger. Ich halte mir das jetzt da fest, wo ich weiß, aha, da ungefähr muss ich meinen Knoten machen. So, und den schneide ich jetzt ab. Das habe ich letztens vergessen. So. Genau, auf der anderen Seite auch. So, dann schließe ich die Box. Ja, das passt eigentlich ganz gut soweit. So, jetzt kommt das Kniffligste an dem Ganzen. Und zwar muss ich das jetzt reinschieben und gleichzeitig die das Teil anbringen. Und zwar, ich schiebe es jetzt erstmal hier in das Loch rein. Aber es geht. Also ich habe es halt schon mal ausprobiert, nur mit der rechten Hand funktioniert das nicht. Ich brauche es mit der linken. So. Also hier rein. Festhalten. Wenn es geht. Und dann muss ich von unten erst unten die Ecken einbringen. So, wenn ich das geschafft habe, dann bin ich schon mal gut. Dann kann ich es einfach einschirmen. So, und dann hier nach oben. Also wenn eure Väter das kriegen, werden sie es sicherlich nicht mehr schließen können, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ihr müsst es kennen. So, und dann ist die Box schon fertig. Genau, und so sieht sie dann. Weil ihr könnt es ja gern so lassen. Und das bisschen bestempeln mit den Vögeln.
verstehen, aber bei dir zum Beispiel hebt der Deckel jetzt nicht gescheit, warum auch immer. Vielleicht weil es ein bisschen, hätte ich es ein bisschen enger kleben müssen, dann hebt er der Deckel ganz gut. Deswegen ist so eine Banderole gar nicht so schlecht. Aber wenn sie das sagt, so, naja, im Mixcar-Banderole kennst du es auch bestempeln mit dem Vogelstempel zum Beispiel und dann schaut das auch gut aus. Überall so ein blaues Ding nur drauf, vielleicht nur ein weiß Quadrat drauf. Das hätte dann die Maße 5,2. Genau. Aber ich glaube, das schaut so ganz süß aus. Na gut, dann. Viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zur nächsten Woche. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Servus, bis bald.